Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Europa Universalis 4 mit der Nation Frankreich. Ja, letztes Mal haben wir einen weißen Frieden mit Burgund geschlossen, der uns ja einige Ländereien zurückgegeben hat. Und eigentlich waren wir schon in Anführungsstrichen von der Armee her besiegt. Aber da der König der Burgunder halt gestorben ist, hatten wir das Glück, dass das einigermaßen positiv für uns sogar ausgegangen ist, ja. Wir sind noch am Annektieren hier, und zwar Armagnac. Armagnac, ist das richtig? Ja, doch. Wo ist Armagnac? Hier ist das, ne? Nee. Da unten ist es. Da sind wir gerade da zu Gange, dass wir das bekommen. Und dann Zugang auch hierhin haben, dass was besser sein könnte. Wir sollten dann aber auch weitermachen. Die Beziehungen tun wir ja schon hier mit der Provence verbessern, die hier unten sind. Und dann schauen wir mal, wie wir weiter vorankommen, ne? Obwohl, das hier gefällt mir ja gar nicht, ne? Vatikan hier, Avignon. Aber das werden wir sehen. Wir haben ja noch vor uns so in circa 2 Jahren, glaube ich, hier England noch aus diesen 2 Ländereien zu vertreiben. Müssen wir dann gucken. Jetzt haben wir hier auch direkten Zugang. Müssen wir dann schauen, dass wir das hinkriegen. Wir haben hier eine Truppe, 7 Schiffe, 7, sag schon, Koggen sind das, ne? Wo sind sie? Da sind sie. Wird gar nicht da angezeigt, sondern da. Transportschiffe sind das, sind noch nicht mal Koggen, oder? Das ist doch Koggen. Doch, sind Koggen. Da steht's ja drunter. Die haben wir da. Die sind auch beschäftigt eigentlich, oder? Hier mit so einem... Wir müssen leichte Schiffe haben, um den Handel zu schützen. Ah, die sind draufgegangen, ne? Kann das sein? Dass wir unsere Schiffe... Okay, wir lassen erstmal weiterlaufen, denke ich. Das ist erstmal entscheidend. Und, was kam da jetzt rein? Anfrage, Militärzugang von Neapel. Was wollen die denn hier bei uns? Ne, lehne ich ab. Vatikan will ich hier auch nicht haben. Und das? Aragon will Militärzugang haben. Ja, das ist es auch noch, ne? Die wollen wir schon mal gar nicht hier haben. So, die sollen sich mal zurückziehen, ne? Das machen sie auch. Die hauen jetzt hier alle ab, oder? Das war noch hier Kastil. Die müssen nach da unten hin. Ja, und die sind auch schon weg. Die müssten dann auch noch laufen gehen. So sieht's aus. Gut. So, Bemühungen 35%. Die Auvergne, das ist die Provence, die wir gerade weiter bearbeiten. Das ist ja auch gut so. Wir müssten nur zusehen, dass wir irgendwie ein bisschen an Händler dran kommen. Was haben wir denn hier noch für einen über? Missionar, nee. Diplomaten. Kolonisten haben wir nicht. Hier sind Händler. Was heißt das? Da müssen wir gerade mal erstmal Pause machen. Aha. Könnt ihr hier lesen, ne? So, das was ist für uns. Das hatten wir doch schon mal, oder? Erlangt Chefspion. Ja, dann kriegen wir noch einen Spion dazu, oder wie ist das? Komm, wir machen das. Hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, auch gemacht. Ja, gut. Was haben wir denn eigentlich für Möglichkeiten jetzt? Ach so, wir wollten noch hier nach dem Händler weiter gucken. Wo sind denn Händler? Da sind noch welche, oder wie? Nee. Das sind unsere Handelsplätze, oder? Ja. Da in der Provence, hier in diesem Land, das Genua da, oder? Oder ist es nicht Genua? Ich weiß es nicht. Ist Genua nicht hier? Ja, da ist es. Aber warum wird er da angezeigt? Warum fährt er da hin, wenn ich da drauf gehe? Im Ärmelkanal ist da. Ach so, das ist wahrscheinlich das Hauptfeld hier oder sowas, ne?
So, was erhalten wir denn hier? Wir liefern 2,14 nach Champagner. Und wo ist die Champagner? Da. Und da verdienen wir 3,84. Das passt ja dann eigentlich. Das ist hier. Was passiert hier denn? Ach, da wird noch eine Rüstkammer gebaut. Schau her. Das haben wir ja auch noch im Auftrag. Da müssen wir mal gerade reingucken. Was haben wir denn hier noch so? Ich glaube, da läuft gerade nichts. Ja, Gebäude. Da ist eins und wird woanders noch gebaut? Ja, hier unten. Rüstkammer. Ach ja, wir haben ja hier noch das Problem mit unserer Staatskasse auch gehabt. Wir haben ja einen Kredit aufgenommen, da müssen wir auch noch dran arbeiten. Missionarsinn, lokale Autonomie. Lokale Unruhen werden dann weniger. Werden mehr. Ich glaube, das können wir erstmal alle so lassen, oder? Wohl hier, ne? Na, das lassen wir erstmal. Das ist ja. 25% ist natürlich schon was hier, ne? Aber es gibt keine Unruhen. Warum sollten wir dann das machen? Die sind eigentlich wahrscheinlich alle glücklich. Sieht so aus, ne? Lassen wir mal so. Was haben wir da noch? Kultur ändern. Nee, das müssen wir nicht machen, oder? Das dauert dann 72 Monate. Obwohl, das sollten wir vielleicht machen, ne? Charolais ist hier oben doch, ne? Ne, da ist Charolais. Ja, ich glaube, das müssen wir eigentlich auch mal gucken, dass wir das machen, ne? Ja. Wie viel haben wir denn da Macht von? Diplomatische Macht ist hier. Ja, das machen wir mal. Gut. Achso, wir haben eine Pause noch drin, die nehmen wir mal schnellstens raus, damit es vorangeht. Da würde ich jetzt mal gerade die politische Karte wieder haben. Was macht der Hanselte denn hier? Kleve, der muss mal nach Hause gehen. Ja. Bretagne. Das sind hier Dingenschiffe. Eigentlich brauchen wir die gerade nicht unbedingt doch, wenn wir nach England übersetzen, ne? Aber das ist ja jetzt gerade nicht so aktuell. Wir hatten, glaube ich, unsere Flotte letztes Mal auch verloren. Da sollten wir vielleicht nochmal nachlegen. Können wir uns das leisten, ist die nächste Frage. Ach, guck mal, hier geht es ja auch wieder voran. 2,81. Gut, dafür brauchen wir. Das war das Leichte. Ach, wir haben vier Einheiten. Ach, da unten sind sie ja. Guck, da sehen wir sie auch gerade. Okay, dann lassen wir das mal so. Na, jetzt speichert er gerade ab. Ich dachte, die wären untergegangen, sind sie aber gar nicht. Na, dann ist ja erstmal gut, dann lassen wir das erstmal so. Die unterstützen ja den Handel, das wissen wir ja. Das ist aber nicht unsere Flotte. Die liegt da. Und ich denke, das ist auch gut so, dass sie da liegt. Die lassen wir dann mal liegen. Handelskarte hätte ich gerne noch gesehen. Naja, geht hier nach Bordeaux einiges hin, ne? Sieben Komma sechs.
Hier unten haben wir, das ist dann Genua, ne? Ja. Unser Handelseinfluss ist gerade mal 15%. Okay. Da haben wir 33%. Ärmelkanal haben wir gerade mal 5%. Und hier ist das meiste. Ne, 19, noch nicht mal. Hier ist das meiste. Ja, da kriegen wir immer ein bisschen Geld. So. Okay. 28 Männer fehlen nur noch. Dann ist das wieder aufgerüstet. Das ist ja auch gut. 1457, wir haben 56 gegen die Engländer, können wir bald wieder vorgehen. Provinz verbessern. Oh, warte mal, wir haben hier 75 plus. Dann sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir unser Darlehen abarbeiten. Okay, da haben wir erstmal eine tolle Information. Ja, normalerweise kann man nichts dagegen tun. Ne, Prestige will ich nicht verlieren. Ne, da geht's zack. Kriegsgrund. Genau so ist es. Gut, und wir sind hier nochmal auf dem Weg und wollten. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Schade. Da sind wir wieder vollständig. Ach so, den Kredit abbezahlen, das war's. Das wäre hier, ne? 62 Tilgen. Und wir haben 75, das heißt, wir können es uns leisten. Und das ist auch gut so, weil Zinsen weg, besser. Bilanz 8 plus, das ist auch gut. Dann geht's da voran. Gut, dann haben wir das auch. Gehen wir mal hier wieder rein. Ne, da nicht, sondern da vielleicht eher. Hier ist der Stand der Dinge 41 und hier verbessern wir die Beziehung und sind bei 104. Da ist schon wieder eine Pause drin. Ne? Machen wir mal hier auch eine Stufe mehr. So, 2. Gut. 9. April. Oh, guck mal, hier ist jetzt das weniger. Waffenruhe ist bis August 57. Umkämpfte Nachfolge ist klar. Und hier haben wir immer noch zu viele diplomatische Beziehungen. Österreicher sind hier zugange. Naja, okay. Wer ist das denn hier noch? Die Provence tatsächlich. Und das gehörte auch der Provence, ne? Ja. Mit denen müssen wir uns dann noch besser stellen, dass das alles eingemeindet wird. Armagnac sind wir natürlich unterwegs. Mit 43%. Das machen wir wieder zu. Ja. Einigermaßen läuft's, würde ich sagen, ne? Aber wie gut, wie schlecht, schwierig. Nochmal reinschauen, wie weit ist unsere. Da geht's voran. Und hier, ja, da sind wir hier am Arbeiten. 500 Diplomatiepunkte brauchen wir. Okay, da haben wir letztens was gemacht, dass das sinkt, ne? Okay, aber. Ich glaube, wir machen mal nochmal schneller. Machen wir Vollgas gerade ein bisschen. Und dann schauen wir mal. Ups, was steht da oben? Ach so. Das ist der auslaufende Kriegsgrund, ne? Ach so, das ist hier unten mit den Aragonern. März 1457. Hätten wir denn. Wahrscheinlich haben wir da so oder so, ne? Steht aber jetzt auch nicht wirklich was. Na dann. Die werden uns so oder so nicht mögen. Da werden wir immer wieder Gründe haben, die anzugreifen, beziehungsweise die uns.
So. Gut, okay. Aber ich würde jetzt sagen, für die Folge soll es auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.